bin Johannes Kneifel und ich bin eigentlich in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, habe aber ja, lange gesagt, ich möchte mit diesem Glauben nichts zu tun haben, habe auch ein etwas schwieriges Bild so von Gott gehabt und habe einige Umwege gehen müssen, um Gott nochmal ganz anders kennenzulernen. Und ich bin eigentlich so aufgewachsen, dass ja, Fehler Konsequenzen haben, dass Fehler bestraft werden. Und ich hatte lange Zeit auch so ein Bild von Gott, dass man bei ihm ziemlich viel richtig machen muss, um irgendwie bei ihm bestehen zu können. Ja, ich bin so als 13-, 14-Jähriger ziemlich abgedriftet. Habe Anschluss an einen Freundeskreis bekommen, wo die Leute alle schon ein paar Jahre älter waren als ich und ja, viel Alkohol getrunken haben, oft Schlägereien auch hatten und bin dann selbst in diese Gruppe eingestiegen. Es war ein rechtsradikales Skinheads und ich habe ja, in meiner Jugendzeit dann auch einige Schlägereien gehabt, Anzeigen bekommen und bin dann letztendlich für eine Sache in Haft gekommen, wo ich an einem Überfall auf jemanden beteiligt war und der dann später im Krankenhaus an einer Verletzung gestorben ist und war dann im Gefängnis auch in einer Situation, wo ich eigentlich gesehen habe, Gewalt richtet eigentlich sehr viel Schaden an, macht Situationen nicht besser, sondern eigentlich noch schlimmer und trotzdem war ich in einer Situation, wo ich gemerkt habe, ohne Gewalt gehe ich hier unter und ich muss weiterhin stark sein, weiterhin hart sein. Habe das dann im Gefängnis auch genauso gelebt, habe weiterhin zugeschlagen, wenn es sein musste und bin infolgedessen von den Leuten, die über mich Entscheidungen zu treffen hatten, abgeschrieben worden als jemand, der hochgradig gefährlich und gewalttätig ist, der zu gefährlich ist, um entlassen werden zu können. Und ja, bin da auf meine ja, Gefährlichkeit reduziert worden. Die Menschen haben nur gesehen, was alles dafür spricht, dass ich weiterhin gewalttätig bin und haben mir eigentlich überhaupt nicht mehr zugestanden, dass ich daran was ändern kann, dass ich auch anders handeln kann. Ich habe mich im Gefängnis, weil ich viel Zeit zum Nachdenken hatte, auch mit ja, Fragen nach Gott beschäftigt und auch nach dem Umgang mit Schuld. Habe mich danach gesehnt, eigentlich ein Leben ja, losgelöst von meiner eigenen Schuld führen zu können und habe gleichzeitig gemerkt, das funktioniert nicht. Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass ich durch ja, Verbüßen meiner Haftzeit auch das loswerde, was ich getan habe. Habe dann aber gemerkt, eigentlich passiert genau das Gegenteil. Ich sammle meine Haftzeit noch weitere Schuld an. Meine Akte wird immer dicker und das war dann bei vielen Gesprächen so. Meine Akte lag auf dem Tisch. Mir gegenüber saß jemand, der Entscheidungen über mich zu treffen hatte. Und irgendwann haben die aufgehört, mir ins Gesicht zu gucken, mir in die Augen zu schauen, haben nur noch in meine Akte geschaut und haben da gesehen, wie viele Einträge dort waren und was dort alles zusammengekommen ist. Und jeder einzelne Fehler von mir war da drin. Und ich habe gemerkt, bei diesen Leuten werde ich diese Akte überhaupt nicht los. Und das war auch ungefähr so dieses Bild irgendwie, was ich ja, von Gott hatte, dass er auch einfach nur meine Schuld sieht und mich gar nicht mehr als Person dahinter sieht und ich bei ihm deswegen auch keine Chance habe. Und das war eine Situation, wo mir dann Menschen begegnet sind, die ins Gefängnis gekommen sind aus ihrem christlichen Glauben heraus, weil sie gesagt haben, auch Häftlinge sind Geschöpfe Gottes, sind Mitmenschen und gerade sie brauchen Vergebung, aber sie können auch diese Vergebung bekommen. Wir als Häftlinge können diese Vergebung bekommen. Und haben uns das immer wieder erzählt, dass das möglich ist. War für mich eine vollkommen fremde Sache auch, weil Vergebung kam in meinem Leben eigentlich nicht vor. Für mich war es immer nur so, ich habe Fehler gemacht, bin dafür bestraft worden und auch wenn ich die Strafe abgesessen habe, ja, standen die Fehler weiter in meiner Akte. Mich Straftat nicht begangen habe, standen weiter in meiner Akte, auch wenn ich die Strafe verbüßt hatte. Und ich habe mich danach gesehnt, dass es wirklich sowas gibt wie Vergebung, von der die Christen gesprochen haben. Und habe aber lange Zeit auch gedacht, ich müsste dafür irgendwie was leisten. Ich müsste erst irgendwie was vorweisen können, das, was bei Gott zählt, damit er mir vergeben kann. Und dann saß ich eines Tages im Gefängnisgottesdienst und habe da gemerkt, dass es nicht so ist, dass Gott mir begegnet, so wie ich gerade bin. Und dass er mich durch die Worte des Pastors in der Predigt einfach direkt auf meine Lebenssituation auch anspricht. Und dass er mich ja, vor die Entscheidung stellt, wie es weitergehen soll, ob ich weiterhin in diesem Kreislauf von Hass, von Gewalt, von Leid und Bestrafung leben möchte oder ob ich neu anfangen möchte. Und ich wollte damals neu anfangen. Und er hat mir klar gemacht, er ist bereit, diesen Neuanfang mit mir zu machen. Und ich habe dann in einem Moment nach ungefähr 4 Jahren in Haft gemerkt, wie ja, Jesus Christus mich ganz persönlich anspricht und mich darauf anspricht, dass er auch für mich am Kreuz hing, dass er für mich gestorben ist und dass er dort ja auch bereit war, meine Schuld zu tragen und dass ich ihn eigentlich nur darum bitten muss, dass er auch meine Schuld von mir nimmt. Und ich habe das dann gemacht. Ich habe ja, darum gebetet, dass,
auch im Kreuz meine Schuld trägt, und habe in diesem Moment dann so erfahren, dass er mir wirklich vergibt. Und das war eine der schönsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, dass ich vor Gott meine Schuld loswerde und dass ich neu anfangen kann. Und ich habe dann in der Zeit danach auch die Bibel gelesen und konnte sie mit ganz anderen Augen lesen, konnte ganz andere Texte wahrnehmen, die ich vorher irgendwie überflogen habe und die mich nicht angesprochen haben. Und ich habe dann gemerkt, dass Jesus eigentlich genau dafür Mensch geworden ist, genau dafür ans Kreuz gegangen ist. Ich habe Gott gesagt, ich brauche dich in meinem Leben, dass du aufräumst mit der Schuld in meinem Leben, dass du mir vergibst, aber auch, dass du meinem Leben einfach eine neue Richtung gibst. Und ich habe dann sehr intensive Gebetserfahrungen gemacht und habe gemerkt, meine Schuld wird von mir genommen. Ich werde frei von was, was mein Leben unglaublich schwer gemacht hat, was mich selber aggressiv gemacht hat. Und ich bekomme ganz tief in mir drin wirklich Frieden. Ich habe mich in diesem Moment sehr, sehr glücklich gefühlt und habe gewusst, Gott ist in mein Leben gekommen. Und das ist eine Erfahrung, die ich jedem Menschen wünsche. Ich ihnen wünsche, dass sie auch merken, sie können zu Gott kommen, egal in welcher Situation sie gerade sind. Und sie können zu Jesus beten und dann auch erfahren, dass er wirklich lebt, dass er Macht hat, Schuld zu vergeben, dass er ein Menschenleben einfach kommen kann und diese Menschenleben umformen kann, neu gestalten kann, und dass das Leben mit Jesus dann ein ganz anderes Leben ist, eine ganz andere Lebensqualität ist als das Leben ohne Jesus.